Ja, huhu, hier wieder beim Koali. Wir sind immer noch in Theros, haben das letzte Mal Minotauren besiegt. Und jetzt geht es gegen die Macht des Ozeans. Ein Meervolk-Deck wahrscheinlich. Mal sehen. Schauen wir mal rein. Die Meervolk-Planeswalkerin Kiora sucht nach den größten Monstern aller Meere des Multiversums. Sie hat einige entzückende Exemplare auf Theros gefunden. Willst du einen Blick auf sie werfen? Ja. Zeig mal her. So, was haben wir denn? Zwei Sümpfe. Kein rotes Mana und ganz viel für Rot auf der Hand. Das heißt, das müssen wir neu ziehen. Es wird nur schlechter, weniger Mana auf der Hand. Jetzt haben wir vier Mana auf der Hand. Nichts, was wir in den ersten zwei Runden spielen können. Aber nicht noch weniger Handkarten zu generieren, müssen wir das mal behalten. Wir dürfen starten, spielen den Sumpf. Kiora kann noch nichts spielen, außer einer Insel. Ist okay für uns. Wir können aber auch nichts spielen. So, wir können jetzt immerhin den Bergsturz-Elementar rufen. Der Gegner spielt blau, also ist immer so ein Risiko eines Gegenzaubers da. Noch kommt er nicht. Aber ich denke mal, damit werden wir uns jetzt gleich irgendwann beschäftigen müssen. So, kein Gegner da, also können wir für eins angreifen gehen. Bei einem Gegner kommt immer noch nichts. Also entweder hat er wirklich reaktionäre Karten auf der Hand oder er hat ein Mana-Problem. Ich schätze mal eher Zweiteres, aber wir haben dafür das Problem, dass wir keine Kreaturen ziehen. Von daher können wir ihn höchstens pieksen gehen. Nicht vergessen, auf weiter zu drücken. So, da kommt das dritte Mana für ihn. Aber jetzt spielt immer noch nichts. So, aber mit drei Mana auf der Hand ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für einen Gegenzauber mega hoch. Unser Glück, dass wir eh nicht in die Bredouille kommen, irgendwas zu spielen, weil wir haben nichts, was wir spielen könnten. Also pieksen wir ihn weiter. Noch 17 Mal ist er tot. Das vierte Mana bei ihm. Und immer noch nichts. Okay. Dann testen wir doch mal, ob er einen Gegenzauber hat, indem wir versuchen, einen Blutschauderer zu rufen. Lässt er uns machen. Okay. Dann gehen wir wieder pieksen. Pieks, pieks. So, jetzt hat er was. Er spielt Lebendes Schicksal. Zeige als zusätzliche Kosten, um Lebendes Schicksal zu wirken, eine Kreaturenkarte aus deiner Hand vor. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie die umgewandelten Mana-Kosten der vorgezeigten Karte betragen. Na dann zeig mal. Ey! Ja, super, hat man jetzt ja gar nicht gesehen.
Ah. Cheetah! So, jetzt spielt er die Seeschlange des Weiten Meeres. Stärke und Widerstandskraft der Seeschlange des Weiten Meeres sind gleich der Anzahl an Inseln, die du kontrollierst. Die Seeschlange des Weiten Meeres kann nicht angreifen, falls der verteidigende Spieler keine Insel kontrolliert. Also kann er nicht angreifen. Wir haben keine Insel. Haha, würde ich sagen. Tja, 5-5. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir die übernehmen, weil wir haben ja gar keine Inseln. Aber im schlimmsten Falle stirbt das Vieh und dann ist es auch gut für uns. Also, her damit. Mana brauchen wir keins und es stirbt tatsächlich, weil wir keine Insel haben. Und unser Bergsturzelementar wird dadurch stärker. Angriff! So, das ist jetzt mal mehr als Pieksen. 4 Schaden ist schon gut. Na, kommt da was? Es kommt noch eine Seeschlange des Weiten Meeres. Ja, bitte. Wir holen uns die wieder, weil was weg ist, ist weg. Tschüss. Die verräterische Tat kann direkt schön oben auf die Bibliothek, das ist sehr gut. Und diesmal machen wir sogar 5 Schaden, wenn wir angreifen. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Was kommt jetzt? Es kommt ein Wald erstmal und dann. Na? Gottesjäger Oktopus. 5-5. Der Gottesjäger Oktopus kann nicht angreifen, falls der verteidigende Spieler keine Verzauberung oder verzauberte bleibende Karte kontrolliert. Also kann er momentan nicht angreifen. Wie tragisch. Allerdings bringt es jetzt auch nicht viel, den zu übernehmen. Obwohl. Wir haben eine Flugstunde auf der Hand. Perfekt. Wir übernehmen die Kontrolle über den Oktopus. Her damit. Und per Flugstunde schießen wir dem Spieler 5 Schaden durch den Oktopus. Weg damit. Zack! Er hatte noch 8 Lebenspunkte. Und wir kommen nochmal für 6 Lebenspunkte vorbei. So. Jetzt hast du schon. Der Gegner macht nichts. Dadurch haben wir automatisch gewonnen, weil er hat zwar noch 5 Handkarten und jede Menge Mana, aber ich. Ja gut, er könnte irgendwie so Nebel oder sowas spielen. Na, was kommt da? Regenguss. Tappe bis zu 3 Kreaturen deiner Wahl. Ja, er tappt uns unsere beiden Angreifer weg. Zu schade, dass es nichts bringt, weil wir haben noch eine Flugstunde auf der Hand. Und wir schießen ihm damit 2 Schaden. Wenn er das nicht verhindert. Lebendes Schicksal, zeige als zusätzliche Kosten für lebendes Schicksal eine Kreaturenkarte vor. Ja, zeig mal vor. Haben wir wieder nicht gesehen. Vernünftig zumindest. Aber er rettet sich mit einem Lebenspunkt. Tragisch. Na gut. Willst du denn deine Kreatur dann da auch spielen, Junge? Ja, möchte er. Es ist ein Krakenjungtier. 04.
Und was kommt noch? Wanderschaft. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten. Zeige sie offen vor. Bringe eine davon getappt ins Spiel. Nimm die andere auf deine Hand. Mische deine Bibliothek. Und wende dann Hellsicht 1 an. Also schau die oberste Karte auf deiner Bibliothek an. Und dann kann er sie oben drauf lassen oder unten drunter legen. Super Karte. 4 Mana. Bin ich gut? Kann er machen. So. Es bringt ihm nichts. Wir zerstören ihm mit unserem Bohrrausch seine Mauer. Und dann greifen wir ihn an. Unser Blutschauderer ist ja aus dem Friedhof gerade wiedergekommen, weil wir ein Land ins Spiel gebracht haben. Und er hat Eile, weil der Gegner weniger als 10 Lebenspunkte hat. Nicht, dass wir es brauchen würden. Na, kommt da noch was? Nein. Auch dieser Sieg gehört uns. Auch die Meervolk-Tante konnte uns nichts entgegensetzen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Quali.